Ja, hallo, hey, moin, Meluna. Versuchen wir es nochmal. Ihr habt jetzt eben ein relativ kurzes Video gesehen, das 13-Minuten-Video, weil nämlich das Internet mich im Stich gelassen. Deswegen werden wir das nochmal versuchen. Ich habe das jetzt so rausgeschnitten, dass wir die Mission quasi noch gar nicht angefangen haben. Also ihr seht, ich bin schon bis hier hinten war ich gelaufen, hier gegen die Char. Das hatte ich schon kurz aktiviert, also hier irgendwo war ich schon. Ja, machen wir es halt einfach. Nochmal, so, wen hatte ich dabei? Losha hatte ich dabei, packen wir ganz fix ein und Eidan. Gut, gehen wir raus in den Grotmar-Kriegshügel und machen den Spaß doch einfach nochmal. Euch kann ich dicht machen, brauchen tue ich nur, ne, Ocken brauche ich, Quen brauche ich jetzt nicht. Und, wer war das noch? Ich kann es nicht sehen, weil immer wenn ihr diese Überblendung hier seht, von diesen Gebieten, wo dieser Ladebildschirm sich da durchzieht, den gab es hier damals noch ganz klassisch. Da habe ich immer gar nichts. Also ich krieg dann ein Bild von meinem Desktop zu sehen. Das kriegt ihr in der Aufnahme seltsamerweise nicht zu sehen. Das kriegt euch immer nur ich zu sehen. Das liegt daran, dass ich hier hingegangen bin und gesagt habe, auf 2K upskalieren. Ich kann auch 4, also 4K könnte ich auch machen. Aber das Interface wird kleiner. Manche Spiele sind ja extra darauf eingestellt, dass man das hochskalieren kann. So mit Downsampling und dann skaliert das Interface mit. Das ist hier leider nicht so. Das Interface wird kleiner, deswegen habe ich das Interface hier schon auf größer. Normalerweise wäre das jetzt nämlich, wenn das auf normal steht, wäre das so. So, also und, wenn ich auf 1080p stelle und normal, wäre das so. In etwa. Ja, aber die Schrift hier ist normalerweise auch größer und nicht so klein. Sieht jetzt auch daran, dass ich das halt auf 2K abskaliere. Auf 4K ist das alles nochmal kleiner und da ich das Interface nicht größer stellen kann, lasse ich es auf 2K. Ja, viel bringt tut das nichts. So, das wäre sich der sehr großen Hoffnungsgrafiksprung irgendwie vorstellt, in dem doch in die Jahre gekommenen Guild Wars, die muss ich da leider an der Stelle enttäuschen. Wer labert da eigentlich? Das sind ja gar nicht die Leute, die ich dachte, die da labern. Alraunen! Komm her! Strahl des Urteils finde ich immer noch cool. Das ist von der Animation richtig nice. Also einfach so ein Strahl, der da richtig zerburnt, die Gegner. Mit dem ich halt auch schon sehr, sehr, sehr unschöne Erfahrungen gemacht habe in der Factions-Kampagne. Da gibt es die befallenen Mönche, die gerne mal diesen Strahl des Urteils raushasseln. Aber ich glaube, das habe ich schon mal erzählt. Was habe ich jetzt schon wieder gemacht? Ich habe die Grenzfinger habe ich aktiv, aber meine Aura schon wieder nicht. Okay, da muss ich diesen Part. Ich glaube, darauf zu achten. So, was ist denn jetzt eigentlich gegen die Char? Es ist noch, dass ich den Helm untersuchen muss, nicht wahr? Das heißt, ich. Reicht es, wenn ich hier oben lang gehe? Letztes Mal bin ich unten lang gegangen. So, einfach erst die Verzauberung aktivieren, dann mich unterbrechen lassen, damit ich meine Elite nicht einsetzen kann. Ja. Naja, gut. Nun gut. Boah, die können supporten hier teilweise. Ein allraunen Schattenjäger. Okay, der ist neu. Sowas gab es in Nightfall ja nicht. In Nightfall gab es ja auch sehr viele Allraunen gerne mal. Ich muss mich mal kurz orientieren. Es kann sein. Ja, ich muss unten lang. Hier oben lang hätte nicht funktioniert. Auch hier oben lang funktioniert nicht. So, gleich. Gleich haben wir es. Dort gehen wir lang. Haben denn noch alle ihre Verzauberung? Nein, haben sie schon wieder nicht. Mann, das ist in diesem Let's Play aber häufig so, dass der Octen seine Verzauberung verliert, ne? Dabei macht die doch, ist sie so wichtig. Also sie macht halt ordentlich viel mehr Schaden. So, du bist jetzt benommen, ein einzelner Gegner, egal. Ist jetzt wahrscheinlich keine einzige. Doch, da war ein Zauber. Da haben wir einen Zauber unterbrechen können. Unglaublich! So, dich machen wir platt. Du bist der Nächste. Auch keine Gefahr hier. Ist eigentlich oben rechts in der Aufnahme. Ja, das frage ich jetzt während der Aufnahme. Ob man da denn das Symbol von dem GeForce Experience, ein Nvidia-Programm, sieht. Ich hoffe mal nicht. Sonst muss ich da am nächsten Part was unternehmen. So, ganz wichtig. Krieger mit Benommenheit belegen. Ganz, ganz, ganz wichtig. Was diese Gegner hier soll, verstehe ich auch nicht. Also. Mir fällt spontan kein Ort ein, wo die noch rumgurken.
diese Aas-Vertilger und Aas-Wolf heute. Nur hier irgendwie. Steinwolf heißen die. Achso, die Katze ist gegen meinen PC gejumpt, so ein bisschen, und der eine Lüfter ist ein bisschen locker. Und da verfängt sich dann immer ein Kabel drin und das rattert dann immer wie blöd, dass das gerade mal wieder passiert. Wollt ihr den Helm untersuchen? Allerdings. So, Sequenz. Ich sehe wieder mein Desktop. Das stimmt. Hier tobte vor kurzem ein großer Kampf. Das ist Hauptmann Langmars Helm. Die Ebon-Vorhut fiel hier. Die verdammten Wilden haben alle getötet. Gwen, ich weiß, was ihr durchmacht. Nein, tut ihr nicht. Diese Tiere haben mir alles genommen. Meine Eltern, mein Heim, meine Freiheit. Die Ebon-Vorhut waren Kameraden, Freunde. Jetzt haben mir die Char auch sie genommen. Genommen könnte richtig sein. Es gibt nicht genug Leichen. Stimmt weg. Das sind nur eine Handvoll Leichen. Wie viele Leute hat der Hauptmann Langmar dabei? Etwa 40, Männer und Frauen. Es gibt also Überlebende, vermutlich Gefangene. Lieber tot als von den Char gefangen. Das sollen diese Tiere büßen. Wir müssen ihnen hinterher. Glück gehabt, Buka. Das klingt so, als kämen sie zu uns. Desktop, hey. So, also Schlägerei, die Char kommt zu uns. Dann wollen wir mal Verzauberung mal wieder weg. Ich drehe hier am Rad. Okay. Wir kämpfen gegen die Char. Optional findet Methoden, die Char-Garnison zu schwächen. Ja, kann man machen. Muss man aber nicht so. Die kommen sowieso zu uns. Darauf sind wir natürlich vorbereitet. Komm her, Char-Feuerherrscher. Du wirst jetzt mit Benommenheit belegt. Meine ewige Aura ist weg. Das gefällt mir gar nicht. Die muss ich wieder aufbauen. Ich. Ja, super. Und ja, mach mal kurz, Leute. Ich fand in der Sequenz übrigens, da kam meine wunderschöne gestaltete Rüstung hervorragend zur Geltung. Das ist, glaube ich, so die hässlichste Kriegerrüstung, die ich bisher hatte. Also ich habe mit meinem Main-Krieger habe ich ja eine Cursic-Rüstung oder Elite-Cursic, weiß ich nicht. Ich glaube, es ist normale Cursic. Die hat so Platten. Also sieht so ein bisschen schuppig aus, aber cool. So schuppig, aber cool. Und die gefällt mir ganz gut. Die habe ich so gelb gefärbt, weil dann sieht das so golden aus. Und ja, das finde ich sieht ziemlich knorke aus, schnieke. Und diese Rüstung hier, die sieht ja eher... Es sieht so sehr mittelaltermäßig, so kettenhemdmäßig aus. Aber halt nicht schön, ne? Ist halt nicht so... Egal. Erfüllt genauso ihren Zweck wie anderen Rüstungen auch. Also bei den Rüstungen ist ja sowieso... Ich glaube, wir können hier lang gehen. Bei der Rüstung ist es sowieso ja so, dass man ab Level 20, wenn man dann in seinem, sag mal, Hauptgebiet angekommen ist, wenn man aus dem Tutorial raus ist, dann kann man sich ja seine Maximalrüstung holen. Beim Krieger ist das ja ein Rüstungswert von 80. Da ist es total egal, ob man dann später eine Elite-Rüstung hat für 1 Million Platin oder so. Die hat auch nur eine Rüstung von 80. Eine ganz normale 80er Rüstung. Sieht halt meistens besser aus und hat halt so einen anderen Status. Wegen, oh, das ist ein reicher Spieler oder der ist hier durch dieses Gebiet gelaufen, um die sich zu kaufen oder zu holen. Zum Beispiel, ich habe mit meinem Paragon die Rissrüstung, also die Obsidian-Rüstung. Und das hat schon lange gedauert. Also, da habe ich sehr lange dran gesessen, um... Ja, das heißt sehr lange, also es... Ne? Auf jeden Fall viel länger als für mal eben zu einem Rüstungsschmied gehen und sich die Rüstung zu holen. Weil erstmal ist die teuer, man braucht Ektoplasma dafür. Moment, ich will das eigentlich da fallen lassen. Schaffe ich das? Nee, ich trau mich nicht. Ich lasse euch erstmal eben kurz kämpfen. Ah, hier ist noch ein Sprengstoff. Okay, dann kann ich ihn doch fallen lassen. Leute! Nein, lauft doch nicht aus meiner Explosion. Char-Rüstung. Ja, diese Sprengstoffe sind nämlich dafür da, um die an diesen Türmen hier fallen zu lassen. Dann macht sie nämlich Kabum. Ja, was soll ich sagen mit meiner Obsidian-Rüstung? Die habe ich mir damals dann langwierig geholt und die sieht halt gut aus, aber hat halt auch nur eine 80er-Rüstung. Also Paragone, das ist ja ein Paragon,
haben halt eine 80er-Rüstung, genau wie Krieger. Nur, dass Krieger halt auch noch den Bonus auf... Bonusrüstung auf physischen Schaden ist es, glaube ich. Ja, nochmal plus 20 Punkte Rüstung gegen körperlichen Schaden haben. Das haben Paragone nicht. Da hat es bumm gemacht. Animationstechnisch einwandfrei hier in diesen Turm eingestürzt. Ja, ich bin mir sicher, früher war das richtig eindrucksvoll. Das ist noch ein Sprengstoff. Was konnte man eigentlich noch so vernichten damit? Nur die Türme? Da ist... Warum blinkst du mich an, Spiel? Was ist da? Da ist ein Boss. Warum sollte ich gegen den Boss kämpfen? Macht schnell, Leute. Unser Mittagessen ist da. Hä? Keine Ahnung. So, ich habe meinen Sprengstoff jetzt gerade irgendwie dem Verschlinger gegeben. Bin mir nicht sicher, ob der jetzt irgendwas für mich macht. Feuerst du jetzt auf die Garnison? Ist jetzt gerade einfach geplatzt. Keine Ahnung, was genau da gerade passiert ist, aber... Sieht aus, als hätten wir die Garnison geschwächt. Okay. Aber ehrlich gesagt, ich habe diese Mission jetzt schon einige Male gespielt. Und ich habe nie wirklich darauf geachtet, die Garnison hier zu schwächen. Dazu muss man sagen, ich habe in Isle of North kaum Titel gemacht. Also Nightfall habe ich einige Titel gemacht. Ich habe... Kann ich das hier sehen? Es ist immer nur Charakterwald, oder? Ja. Okay, also dann müsste ich auf mein Paragon gehen, aber... da habe ich einige Titel gemacht. Weil ich halt damals eben vor dem Release von Guild Wars 2, da war das schon so angekündigt, da gab es diese coolen Guild Wars 2 Skill-Videos auf der Website von ArenaNet, wo dann halt richtig, das sah wirklich gut aus, gezeigt wurde, wie dann zum Beispiel so ein Waldläufer mit Speerfeuer, also diese mehrere Pfeile vom Himmel hageln und die Gegner da so umgehauen werden, oder irgendwelche Messmer oder Assassinen-Fertigkeiten, war alles richtig cool in Szene gesetzt, richtig eindrucksvoll. Da war der Hype echt real und ich brauche noch einen Sprengstoff für diesen Turm hier. Brauche ich nicht, aber möchte ich einfach mal haben. Ist hier vielleicht irgendwo ein Sprengstoff am Rumgurken? Sonst killen wir einfach noch ein paar... Tja, ihr vielleicht. Vielleicht habt ihr einen Sprengstoff. Auf jeden Fall, ja, Guild Wars 2 Hype war damals real. Das war so 2011, 2012 oder so. Ja, und da hieß es dann, man kann, wenn man in Guild Wars eine gewisse Anzahl an Titel hat... Diese Halle der Monumente, die haben wir auch schon gesehen. Wo wir sie Teppich bekommen haben und dann... gab es da diese Podeste, wo man Sachen, da ist der Sprengstoff, wo man Sachen ausstellen kann, zum Beispiel Elite-Rüstung und sowas zum Beispiel. Kann man sich da ausstellen lassen, dann gibt es Punkte für gewisse Erfolge. Ein Erfolg ist zum Beispiel, habt 3 Elite-Rüstung oder irgendwas, account-wide. So, bumm oder was? Bumm, nicht bumm? Ja, okay, ist halt bumm gemacht. Cool, gut, machen wir die Char noch glatt. Ja, bei 30 Punkten war Schluss an so Bonis, die es in Guild Wars 2 gab. Das war halt hauptsächlich irgendwelche kosmetischen Sachen, die man da so bekommen hat. Ich weiß gar nicht mehr genau, was man da so bekommen hat in Guild Wars 2. Man konnte sich dies in Löwenstein, da konnte man sich die Sachen holen. Ich versuche mich gerade dran, ich komme jetzt nicht so drauf, kann man wahrscheinlich nachlesen, aber Guild Wars 2 hat mich sowieso nicht so lange gehalten. Also das war im Nachhinein jetzt auch nichts, wo ich gesagt habe, boah, das hat sich gelohnt, da lange die Titel in Guild Wars 1 sich zu erfahren. Man konnte auch bis Titel 50 gehen, das war aber halt reiner ein Titel. Den hatte man in Guild Wars 2 dann, dass man halt hier viel geschafft hat, man hier viel Zeit investiert hat und da richtig krasser Stecher ist und so, aber gebracht hat einem das an Gegenständen so dann nichts mehr. Das hat dann bei Rang 30 aufgehört. Ja, deswegen habe ich auch nur bis Rang 30 gemacht, weil irgendwelche Titel so, ist halt eine, sind ein paar Satzzeichen, die dann irgendwie hinterm Namen oder sowas stehen, das ist halt, mir ist das nicht. Deswegen war mir das dann halt auch egal. Und ja, von den Gegenständen war ich dann halt auch, die waren halt auch mehr schlecht als recht irgendwo. Naja, aber zu Guild Wars 2 kann ich mich nicht so viel äußern, weil ich, wer hat jetzt, Jura hat Schmiede, das auch nicht mehr. Ja, weil mich das halt nicht lange gepackt hat. Da habe ich ja ziemlich schnell dann wieder mit aufgehört. Ich habe das zwar danach noch 2 Mal, glaube ich, mit einem Kumpel wieder angefangen, wo wir nochmal kurzzeitig so gespielt haben, so bis Level 30 oder so. Also wirklich weit bin ich ja nie gewesen.
Aber auch da, irgendwann hab ich die Lust dann. Es ist halt ein anderes Spiel. Es ist halt ganz anders als Guild Wars 1. Und das finde ich halt sehr schade, weil ich finde, Guild Wars 1 hat halt vieles anders gemacht als so herkömmliche MMOs. In Guild Wars 2 ist es dann halt wieder so in dieses klassische System zurückgefallen. Es hat zwar auch innovativ, gewisserweise, und auf diesen eigenen Grafikstil, der mir zum Beispiel gar nicht mal so gefällt, aber hey. Was ist jetzt, warum ist hier jetzt noch ein Stern? Was ist jetzt mein... Keine Ahnung, vielleicht weil da auch ein Gegner ist. Da sind dann noch irgendwo Gegner. Ach, das sind die beiden Bosse. Ja gut, die beiden Bosse nochmal eben wegklatschen und dann hat sich das auch erledigt. Ja, also die Mission ist nicht besonders schwierig. Die ist auch im schweren Modus, habe ich die schon gemacht. Auch da ist sie nicht besonders schwierig. Und es hat jetzt nichts damit zu tun, dass wir die Garnison, Anführungszeichen, so krass geschwächt haben. Das ist halt einfach noch nicht so krass wie hier. So, einer von beiden... Okay, der hat die Sequenz ausgelöst. Viele tote Char, doch keine Spur der Ebon-Vorhut. Ich verstehe, warum das Mädchen sie hasst. Sie kämpfen gut und schmutzig. Kommt, das Booker-Mädchen spielt verrückt. Stirb, Abschaum! Gwen, was macht ihr da? Meine Arbeit. Ich töte Char. Tapfere kleine Maus. Schließt die Tür auf, wenn ihr wirklich mutig seid. Halt dein Maul und stirb! Tötet mich und ihr seht eure Freunde nicht wieder. Wartet, Gwen. Wieso? Er ist ein Char. Nicht besser als der Rest. Die toten Char waren nicht meine Freunde, Maus. Sie haben meinen Top und eure Soldaten gefangen. Beide sollen sterben. Was meint ihr damit? Redet oder ich lasse sie die Sache beenden. Die Char hier gehörten der Schamanenkaste an. Sie führten uns zur Anbetung falscher Götter. Mein Trupp widersprach den Schamanen. Ihm erging es genau wie euren Leuten. Er lügt. Alle Char sind böse. Manche von uns sind böser als andere. Was geschah mit den anderen? Verhandeln wir Fleisch. Was geschah mit unseren Leuten? Ich brauche euch, um meine Leute zu retten. Ihr braucht mich, um eure zu finden. Können wir euch trauen? Nein, doch wenn die Maus mich umbringt, ist die Chance vertan. Na schön, lasst ihn raus. Nein! Die Abmachung gilt, Char. Doch ich hab euch im Auge. Ich bin Brando Grimflamm. Eure Feinde sind meine. Macht Mätzchen. Und ich schlitze euch persönlich auf. Hätte ich von einer wie euch nicht anders erwartet. Oh yeah, ein Auge. Finde ich immer so nice, wie die sagen, können wir euch trauen? Nein. Es war ein Nightfire genauso mit Zed Schattenhof. Das ist immer ganz nett. Aber ich sehe wie. Gwen sich dann mit einem Messer auf Brandor stürzt. So, wir sind hier immer noch am Grotmakri-Zirkel. Wir sind nämlich noch nicht zurück. Das heißt, der Part ist auch noch nicht vorbei. Jetzt müssen wir nämlich... Bleibt wachsam. Fleisch. Fleisch. Ja, es ist eine nette Anrede für Menschen, finde ich. Also, wenn ihr nächstes Mal mit irgendwelchen Leuten redet, sprecht ihr doch gerne mal mit Fleisch an. Wenn wir eure Ebon-Vorhut finden wollen, müssen wir zuerst meinen Trupp retten. Ich kämpfe schon seit meiner Geburt an der Seite dieser Char. Wie ich sind sie von Hierophant Brandseele als Heretiker gebrandmarkt worden. Er hat den Char-Schaman Squawk Schlägeklaue auf uns angesetzt. Mein Trupp befindet sich nun in den Händen von Schlägeklaus obersten Folterknecht, Flammenmeister Schlägezahn. Die haben alle tolle Namen. Die Schamanen brachten uns einst zur Anbetung der Titanen. Doch nach dem Tod dieser falschen Götter versuchen sie, eine neue Gruppe von Göttern einzuführen. Jene Monster, die ihr Zerstörer nennt. Woher weiß er das jetzt schon wieder? Squawks Basis befindet sich im Schrein des Schicksalswissens, nördlich von hier. Rettet meine Freunde und wir können herausfinden, wohin Brandseele die Euren verschleppt hat. Tja, verehren Zerstörer, das ist Wahnsinn. Warum schickst du mich? Wir müssen helfen. Helfen, 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 helfen. Aber ich glaube, hier können wir nicht raus. Wir müssen durch den Eingang. Which means sehr entlang. Und ja. Das war nämlich unsere Besonderheit hier an dieser Mission, dass es... Ich laufe falsch. Hä? Wo ist der Ausgang?
Wo ist zur Hölle? Ach, hier. Da, einfach mal auf die Karte gucken. Ne? Ja. Dass man hier gar nicht am Ende in einem Außenposten landet, wie das gewöhnlich der Fall ist. Aber das Ei ist nur noch ein bisschen speziell. Aber was ich ja gelobt habe, im weiteren Lobe, dass man keine Helden mitnehmen muss. Dass nicht gesagt wird, hier, für diese Mission brauchst du Koss. Oder so. Sondern, dass man sagen kann, jo, egal, wie du mitnimmst, du kannst den Shit starten. Und die Leute, die da zur Story gehören, ich kann nicht schwimmen, ja, das weiß ich, das ist mir klar. Der Outsider setzt Surfer ein. Funktioniert leider nicht. Ja, die Leute, die man halt für die Mission braucht oder die halt in der Sequenz vorkommen, so, da hat das Spiel einfach gesagt, ja, du kriegst halt einfach als Verbündete mit. Nice, ne? Ja, ist schon nice. Feinhammer. Okay, dann laufen wir jetzt außen rum. Wir können ja an diesem Turm hier vorbei. Ich finde, hier hätte man... Achso, übrigens, das ist ein Drache aus Guild Wars 2 hier. Dieser, was da liegt. Nur so für Leute, die es interessiert. Welcher? Das war dieser ich habe dieses Buch gelesen von Guild Wars 2. Auch so im Zuge vorm Release war das, glaube ich. Die Zeit der Drachen oder so heißt das. Ist sehr empfehlenswert. Ist ein gutes Buch, wirklich. Also selbst für jemanden, der Guild Wars 2, wem Guild Wars 2 nicht so gefallen hat, ne, so mir, der mag trotzdem die Vorgeschichte, wie es dazu gekommen ist, dass da sich diese Heldengruppierung da zusammenfindet und wir kämpfen ja auch gegen so einen Drachen und gewinnen sogar einmal fast und es war schon ziemlich cool. Sehr schönes Buch. Für Guild Wars Freunde, besonders für Guild Wars 2 Leute, denen da die Vorgeschichte interessiert, denen kann ich das Buch auf jeden Fall sehr ans Herz lesen. Es gibt noch mehr Guild Wars 2 Bücher. Es gibt noch das Meer des Leids und was gab's noch? Gab's noch ein Buch? Ja, es gab noch Geister von Askalon. Das gab's auch noch. Das habe ich auch gelesen, das war okay. Ja, das war okay. Da geht's halt, das hat tatsächlich hiermit so ein bisschen zu tun, nämlich wie die Char Askalon eingenommen haben. Das ist ganz interessant. Und da geht's halt auch in Guild Wars 2, wenn man zum Beispiel anfängt, so als Char, dann kämpft man ja auch oftmals so gegen Geister, gegen Menschen, die in Askalon halt so umgekommen sind und jetzt so Rache nehmen wollen an den Char. Und als Char bekämpft man halt diese Geister. Und um diese Geister geht es dann halt auch nochmal um im Buch. Und da hat dieser Kristalldrache auch noch so mit zu tun. Und ja, aber so genau weiß ich nicht. Das ist jetzt auch schon eine Weile her, da müsste ich mir erst wieder reinlesen und so. Hey, ihr seid mir wohl bekannt. Ja, den Magger werden wir irgendwann auch nochmal begegnen, glaube ich. Der hier immer diese Ansprachen hält, wenn wir da rumlaufen. Das ist nämlich so ein Mitglied der Ebon-Vorhut, ein Assassine. Irgendwas mit V heißt er. Ich weiß den Namen gerade nicht genau. Und der könnte random dann als Verbündeter mitkommen. Fängt also so ein Gebiet an und plötzlich sagt er, ja, moin, ich bin's. Vael heißt er, glaube ich, also V-A-I-L. Und der kommt dann einfach mit und kämpft mit einem. Ja. Und das ist eigentlich eine nette Angelegenheit. Hat er aber dieses Mal irgendwie nicht gemacht. So, haben wir schon mit dir geschnackt für Askalon? Ach, schade, hätten wir vorher machen müssen. Wenn man nämlich den Segen annimmt, ein paar Gegner besiegt und dann wieder zum Segen geht, dann bekommt man nochmal so ein paar Punkte, weil man eine gute Anzahl an Gegnern getötet hat, wenn man das denn getan hat. Das mache ich eigentlich immer, wenn ich in einem Gebiet, bevor ich aus dem Gebiet rausgehe, um noch so ein paar Punkte mitzunehmen. Also dieses Mal auf jeden Fall anschnacken hier den Askalon-Flüchtling. So, meine Hader-Katze hier neben mir, die geiert schon nach ihrem Fressen. Da muss ich gleich nach dem Part, wenn ich hier mit durch bin, die Katze füttern. So, da oben müssen wir hin. Das ist jetzt nicht mehr lang. Wir müssen da hingehen, bekämpfen da noch mal eben so einen Boss. Und dann sind wir im nächsten Gebiet. Also so viel ist das nicht mehr, falls ihr gedacht habt, da kommt jetzt noch eine zweite Mission und so. Nee, die andere Mission, die kommt im nächsten Part. Das geht schon Stück an Stück. So, also das ist schon sehr kompakt alles hier im Char-Gebiet. Und in anderen Gebieten auch. Also bei den Azuran-Welt werden wir sehen, da müssen wir erstmal durch ein paar Gebiete, um da hinzukommen, weil ja, das Azura-Gebiet, ich glaube, ich habe es am Anfang des Let's Plays gezeigt. Das ist ja
nicht hier in der Nähe. Das ist ja nicht in den fernen Zittergipfeln, sondern die haben ja so ein Portalsystem. Und dann müssen wir erstmal in die Nähe von diesem Dschungel da aus Prophecies. Da müssen wir halt erstmal ein bisschen reisen und dann durch die Portale und so. Und dann, ja, so läuft das dann. So, ich glaube, die Gegner haben jetzt wieder solche Char-Jagdbässchen gleich. Das sind solche Gegner, die machen relativ viel Flächenschaden. Da müsste man ein bisschen aufpassen. Deswegen würde ich sagen, gehen wir strategisch voran. Also voll rein da. Komm her, Jagdmeister! Ah, irgendwas hat mich zu Boden geworfen. Na, dafür Kopfnuss. So, seid ihr alle benommen und verkrüppelt. Da ist die Char-Jagdbestie. Die machen im Schwermodus halt auch guten Schaden. Da muss man ein bisschen auf Schutz achten. Ich habe ja letztens ein Video hochgeladen zum Thema ST-Ritualist. Ein Bild für einen, also ein Heldenbild quasi. Und das wäre halt genau was zum Thema Schutz. So, hier ist jetzt irgendwo ein... Achso, da. Der Hebel bewegt sich nicht. Vielleicht kann Brando Grimflam helfen. Ja. Der hat ein paar Muckis mehr als wir. Der bleibt jetzt, glaube ich, so auch stehen, oder? So eindrucksvoll gemacht, Geldwurst. So eindrucksvoll gemacht. Naja, okay. Hier ist noch eine Char-Jagdbestie. Komm mal her. Ups. Ach, ich hab Mist. Ich unterbreche ihn ja erst, wenn ich das Siegel aktiviere. Nicht, wenn ich Kopfstoß einsetze. Werde ich erstmal selber benommen. Eigentlich müssten wir beide Schaden bekommen und beide benommen werden. Sowohl der Gegner als auch ich. So, da ist ein Boss. Das ist der Scorch Legeklau. Okay, der ist ein Elementarmagier-Boss. Elementarmagier-Bosse sind auch gefährlich, richtig gefährlich im Schwermodus. Ich komme nicht an ihn ran. Ah. So, da weiß ich nicht mehr, wie ich mich damals hier angestellt habe gegen ihn. Aber wenn man da mal eben von so einem Meteorschauer oder sowas getroffen wird oder irgendwann so Flächenschaden... Da kann halt ganz, ganz schnell vorbei sein. Oder weil, da können eure Heiler nicht gegen heilen, wenn die ganze Gruppe mal eben auf einen Schlag ausgelöscht wird. Wen sollen sie da heilen? Dann müssen sie ja auch alles Flächenheilungszauber haben. Das ist meistens nicht so der Fall. Nein, ich will jetzt hier nicht. Okay, ich bin offenbar gestorben, weil meine Verzauberung ist weg. Okay, offenbar bin ich gestorben. Nimm diese Verkrüppelung. wie er so richtig, wie heißt das so? So hochnäsig läuft, wenn er verkrüppelt ist. Ah, benommen halten. Ah, ich habe keine Energie. Was soll denn der Geiz? Was heilt ihn denn da? Der da, Prophet. Aber er hat eine tiefe Wunde. Also er kriegt nicht mehr so viel Heilung. So, jetzt. Strahl des Urteils war drauf. Und wo sind eure Freunde, Char? Gron! Bonvo! Zeigt eure räudigen Pilze! Sie waren nicht zu sehen. Ihr würdet sie nie sehen, wenn sie es nicht wollten. Brando, ihr solltet tot sein! So wollte es der Hierophant. Es gelang nicht. Und jetzt lasst ihr euch von Fleisch helfen, wie tief der Sohn Vatlavs gesunken ist. Seht, jetzt wo seine Freunde da sind, wendet er sich gegen uns. Ist das euer Trupp, Brandor? Ich bin Gron Grimklaue, das ist Bonvur Grimklinge. Wer sonst hat überlebt? Seht, Mähn, Umba, die Priester haben sie runtergebracht. Dann müssen wir hinterher. Ihr zwei steht besser Wache, Gron. Sie dürfen nicht fliehen. Ich dachte, ihr mögt meine Freunde sowieso nicht, Maus. Ein Vorwand nur und ich mach euch nieder. Euch und eure Freunde. Gwen, lass das. Brandor, wir wollen unsere Leute retten. Das werdet ihr. Vorerst müsst ihr mir noch vertrauen. Wir schaffen's nur gemeinsam. Ja, da leider auch wieder gleicher Synchronsprecher genutzt für den einen Char, der die Stimme von Octen hat. Was natürlich ein bisschen blöd ist, weil Octen hier auch häufiger mal spricht. Ne? Na gut, ja,
der Grimm-Trupp ist teilweise wieder zusammengekommen. Wir sind jetzt, das heißt, wir Brandort jetzt zwei seiner Leute wieder da. Drei sind noch gefangen und die retten wir in der nächsten Mission. Das heißt, das machen wir auch erst beim nächsten Part. Mir geht der Speicherplatz aus. Ich muss den Part beenden. Deswegen, ich bedanke mich fürs Zusehen. Hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Jetzt ein bisschen länger war, weil der letzte war ja nicht so ganz geklappt. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dann, ciao, euer Benhaum.